Vor vielen Jahren, so um 1900, lebte in Schuchnow, im russischen Teil Galiziens, ein Mann namens Mendelsinger. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich. Ein ganz alltäglicher Jude. Er übte den schlichten Beruf des Lehrers aus. In seinem Haus, das nur aus einer geräumigen Küche bestand, vermittelte er Kindern die Kenntnis der Bibel. Er lehrte mit ehrlichem Eifer und ohne aufsehenerregenden Erfolg. Hunderttausende vor ihm hatten wie er gelebt und unterrichtet. Sein Leben war schwer, zuweilen sogar eine Plage. Eine Frau und drei Kinder musste er kleiden und ernähren. Gott hatte seinen Lenden Fruchtbarkeit verliehen, seinem Herzen wenig Mut und seinen Händen Armut. Dennoch rann sein Leben stetig dahin, wie ein kleiner, armer Bach zwischen kärglichen Ufern. Jeden Morgen dankte Mendel Gott für den Schlaf, für das Erwachen und für den anbrechenden Tag. Wenn die Sonne unterging, betete er noch einmal. Wenn die ersten Sterne aufsprühten, betete er zum dritten Mal. Und bevor er sich schlafen legte, flüsterte er ein eiliges Gebet mit müden, aber eifrigen Lippen. Sein Schlaf war traumlos, sein Gewissen rein, seine Seele war keusch. Er brauchte nichts zu bereuen und nichts gab es, was er begehrt hätte. Eine wechselnde Anzahl von Schülern unterrichtete er im Lesen und Memorieren der Bibel. Jeder von ihnen brachte ihm an jedem Freitag 20 Kopeken. Sie waren Mendelsingers einzige Einnahme. Seine Aussichten, mehr zu verdienen, waren gering, vielleicht überhaupt nicht vorhanden. Wurden die Schüler älter, kamen sie zu anderen, weiseren Lehrern. Und das Leben verteuerte sich von Jahr zu Jahr. Die Karotten sind ganz klein in diesem Jahr. Die Eier hohl, die Kartoffeln erfroren und die Hühner sind ein Nichts. Nur die Enten sind noch kleiner. Und wir haben nichts. Nichts. Die paar Kopeken von deinen Schülern. Ich bin eben nur ein Lehrer. Ja. Ein Lehrer bist du. Ein Lehrer. Und jetzt kommt das vierte Kind. Seufze nicht. Schlafen wir, Deborah. An einem heißen Tag im Hochsommer, um die vierte Stunde des Nachmittags, kam Deborah mit ihrem vierten Kind nieder. Ihre ersten Schreie stießen in den Singsang der neuen lärmenden Kinder. Sie gingen alle nach Hause. 7 Tage Ferien begannen. Mendel bekam ein neues Kind, ein viertes, einen Knaben. 8 Tage später wurde er beschnitten und Menuchim genannt. Die Tage dehnten sich zu Wochen, die Wochen wuchsen sich zu Monaten aus und 12 machten ein Jahr.
Menuchin trank immer noch die Milch seiner Mutter. Eine schüttere, klare Milch. Sie konnte ihn nicht absetzen. Im 13. Monat seines Lebens begann er Grimassen zu schneiden und wie ein Tier zu stöhnen, in jagender Hast zu atmen und auf eine noch nie dagewesene Art zu keuchen. Seine Beine waren gekrümmt und ohne Leben, wie zwei hölzerne Bögen. Seine Ärmchen zappelten und zuckten. Lächerliche Laute stammelte sein Mund. Bekam er einen Anfall, so hob man ihn aus der Wiege und schüttelte ihn ordentlich, bis sein Angesicht bläulich wurde und der Atem ihm beinahe verging. Dann erholte er sich langsam. Man legte ihm gebrühten Tee in mehreren Säckchen auf seine kleine Brust und wickelte ihm Huflattig um seinen Hals. Macht nichts. Das kommt vom Wachsen. Söhne geraten nach den Brüdern der Mutter. Mein Bruder hat es 5 Jahre gehabt. Man wächst sich aus. Bis eines Tages die Pocken in der Stadt ausbrachen, die Behörden Impfungen vorschrieben und die Ärzte in die Häuser der Juden drangen. Manche verbargen sich. Mendel Singer aber, der Gerechte, floh vor keiner Strafe Gottes. Auch der Impfung sah er getrost entgegen. Warum sich die Leute so ungern impfen lassen? Dieses Jammern und Schreien und diese Hitze auch noch dazu. Der Aberglaube, Herr Doktor. Ich hole sie von den Böden und aus den Kellern und sie schreien. Vor allem die Kinder. 176 Juden geimpft. Und wie viele geflohen sind? Ich bin froh über jeden. Sind wir jetzt fertig? Nur noch das eine Haus dort. Es gehört Mendel Singer, dem Lehrer. Also, gehen wir. Kann ich ein Glas Wasser haben? Das Kind ist ein Krüppel. Dem Herrn hat es gefallen, ihn so zu schaffen. Er wird ein Epileptiker. Doch viele Kinder haben die Freisen. Das ist es nicht. Aber ich könnte ihn vielleicht gesund machen. Es ist Leben in den Augen. Das wäre schön. Ich könnte den Kleinen gleich ins Krankenhaus mitnehmen. Ja, ich weiß nicht. Man wird ihn dort umsonst gesund machen. Wirklich? Sei still, Deborah. Gesund machen kann er kein Doktor, wenn Gott nicht will. Soll er unter russischen Kindern aufwachsen, kein heiliges Wort hören, Milch und Fleisch essen und Hühner auf Butter gebraten, wie man es im Spital bekommt. Wir sind arm. Wenn mir noch im Seele verkaufe ich nicht, nur weil seine Heilung umsonst sein kann. Man wird nicht geheilt in fremden Spitälern. Impfen Sie mich, Herr Doktor, das Kind bleibt bei mir. Impfen Sie uns alle. Na schön. Dennoch hing seit der Impfung im Hause Mendel Singers die Furcht wie ein Ungetüm und der Kummer durchzog die Herzen wie ein dauernder, heißer und stechender Wind. Deborah durfte seufzen und ihr Mann wies sie nicht zurecht. Länger als sonst hielt sie ihr Angesicht in den Händen vergraben, wenn sie betete. Die Elternkinder aber wuchsen und wuchsen.
Ihre Gesundheit lärmte wie ein Feind Menuchims, des Kranken, böse in den Ohren der Mutter. Denn Menuchims Anfälle hörten nicht auf. Es war, als bezögen die gesunden Kinder die Kraft von dem Siechen. Und Deborah hasste ihr Geschrei, ihre roten Wangen, ihre geraden Gliedmaßen. Sie pilgerte zum Friedhof, bei Regen und bei Sonne. Sie beschwor die Toten, deren stumme, tröstende Antworten sie zu hören vermeinte. Auf dem Heimweg zitterte sie vor Hoffnung, ihren Sohn gesund wiederzufinden. Aber es war vergebens. Ich fahre nach Kluschtschik, wo der Rabbi wohnt. Hör zu, wir haben noch 4 Stunden zu fahren. Wenn der Regen nicht aufhört, müssen wir vor der Herberge halten und die Decken trocknen. Wir müssen Tee trinken und die mitgebrachten Mohnbrezeln aufessen, sonst sind sie hin. Ah, wenn es so weiter regnet, kostet es 5 Kopeken mehr. Bist du verrückt? 5 Kopeken, mit denen kann man nicht so leichtsinnig umgehen. Aber Gott wird ein Einsehen haben und es wird vielleicht zu regnen aufhören. Gott, immer Gott bei euch Juden. Es hat aufgehört zu regnen. Hey, Frau, warten. Wir warten alle. Ich warte schon seit gestern. Seit 2 Tagen sitze ich hier. Sohn wird gesund werden. Seinesgleichen wird es nicht viele geben in Israel. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitterkeit milde und die Krankheit stark. Seine Augen werden weit sein und tief. Seine Ohren hell und voll Widerhall. Sein Mund wird schweigen. Aber wenn er die Lippen auftun wird, werden sie Gutes künden. Hab keine Furcht und geht nach Hause. Wann? Wann wird er gesund werden? Nach langen Jahren. Aber frage mich nicht weiter. Ich habe keine Zeit. Und weiß nichts mehr. Verlass deinen Sohn nicht, auch wenn er dir eine große Last ist. Gib ihn nicht weg von dir. Er kommt aus dir, wie ein gesundes Kind auch. Geh. Menuchin wird gesund werden. Aber es wird lange dauern. Heute wird er dir einen spazieren führen. Wenn er müde wird, wird er dir ihn tragen. Aber lass dem Gottes Willen nicht fallen. Der heilige Mann hat gesagt, er wird gesund. Oh.
Eines Tages, im Sommer, schleppten die Kinder Menuchim aus dem Haus und steckten ihn in den Bottich, in dem sich seit einem halben Jahr Regenwasser gesammelt hatte, Würmer herumschwammen, Obstreste und verschimmelte Brotrinden. Sie hielten ihn an den krummen Beinen und stießen seinen grauen, breiten Kopf ein Dutzend Mal ins Wasser. Dann zogen sie ihn heraus, mit klopfendem Herzen, roten Wangen, in der freudigen und grausigen Erwartung, einen Toten zu halten. Aber Menuchim lebte. Nichts geschah. Da trugen ihn die Kinder schweigsam und voller Angst nach Hause zurück. Eine große Furcht vor Gottes kleinem Finger, der eben ganz leise gewinkt hatte, ergriff die zwei Knaben und das Mädchen. Den ganzen Tag sprachen sie nicht zueinander. Den ganzen Nachmittag noch warteten sie auf den Tod Menuchims. Menuchim starb nicht. Menuchim starb nicht, er blieb am Leben. Ein mächtiger Krüppel. Was schaust du? Warum bist du nicht im Bett? Hast du geschlafen? Ich hab geschlafen, was sonst? Seit diesem Tag hörte die Lust auf zwischen Mendelsinger und seiner Frau. Wie zwei Menschen gleichen Geschlechts gingen sie schlafen, durchschliefen sie die Nächte, erwachten sie des Morgens.
Sie schämten sich voreinander und schwiegen, wie in den ersten Tagen ihrer Ehe. Die Scham stand am Beginn ihrer Lust. Und am Ende ihrer Lust stand sie auch. Mama! Sag Mama! Sag Mama! Gesagt. Mein Bitten ist nicht vergeblich geblieben, wenn Nuchem spricht. Oh Gott, sag Mama. Sag Mama. Jetzt wird er stark werden und weise und gütig und groß, so wie die Worte des Segens gesagt haben. Allerdings, noch andere verständliche Laute kamen nicht aus Menuchims Kehle. Lange Zeit bedeutete dieses eine Wort, das er nach so schrecklichem Schweigen zustande gebracht hatte, Essen und Trinken, Schlafen und Lieben, Lust und Schmerz, Himmel und Erde. Obwohl er nur dieses Wort bei jeder Gelegenheit sagte, obwohl er nur dieses eine Wort sagte, erschien er seiner Mutter Deborah beredt wie ein Prediger. Und reich an Ausdruck wie ein Dichter. Und sie verstand jedes Wort, das sich in dem einen verbarg. Sie vernachlässigte die älteren Kinder. Sie wandte sich von ihnen ab. Sie hatte nur einen Sohn, einen einzigen Sohn, Menuchim. Vielleicht braucht Segen längere Zeit, um sich zu erfüllen, als Flüche. Zehn Jahre waren vergangen, seitdem Menuchim sein erstes und einziges Wort ausgesprochen hatte. Er konnte immer noch kein anderes sagen. Kannst du nicht sagen? Immer noch nicht sagen. Menuchim. Das Mädel. Ein Judenmädel. Wie die geht. Ein Reh. Meiner Seele ein wahrhaftiges Reh. Die wär was für mich. Da möchte ich Jäger sein. Wir sind in einem Alter, in dem wir zu den Soldaten sollen. Das ist Gesetz. Ich weiß. Und Tradition. Tradition ist aber auch, dass uns die Väter vor dem Dienst retten. Dem Herrschel sein hat das auch getan. Herrschel ist krank. Gott hat ihm ein körperliches Gebrechen mitgegeben, das schützt ihn vor dem Bösen. Besser gesund. Bin lieber gesund. Warum? Ich möchte nicht zu den Soldaten. Was für ein Glück, wenn einer hinkt oder einen Leistenbruch hat. Was für ein Glück. Bin lieber gesund. Bei uns hat der kleine Menuchim alle Krankheiten auf sich genommen. Meine großen Söhne sind gesund. Leider. Versündige dich nicht. Ich bin an eine Krankheit, oh Herr, so wie du dem Menuchim eine gegeben hast, nur nicht so schwer. So wie ich dich sonst immer um die Gesundheit meines Menuchim angefleht habe, so bitte ich dich, lass ihn nicht gesund sein. Es wird lauter Leichen geben beim Militär. Furchtbar wird es sein, obwohl der Krieg mit den Japanern schon zu Ende ist. Aber die Manöver sind schlimm genug. Gib ihnen eine Krankheit, oh Herr, gib ihnen eine Krankheit.
Unsere erste Reise mit der Eisenbahn. Schade, dass es Nacht ist. Ich würde gern hinausschauen. Hm? Ja, die Gegend hier ist flach. Langweilig. Warum? Im Winter muss es schön sein, im Schlitten über den Schnee zu fahren. Felder, nichts als Felder. Und Pferde. Ich habe Pferde gern. Bäuerinnen, die winken. Ich möchte gern ein Bauer sein. Ich nicht. Ich möchte ein Bauer sein. Ich möchte betrunken sein und mit den Mädchen schlafen. Ich will sein, was ich bin. Jude wie mein Vater, kein Soldat und nüchtern. Ich freue mich ein bisschen, dass ich Soldat werde. Dass Sie mich genommen haben. Mich haben Sie auch genommen. Das ist dein Elend. Du wirst schon noch deine Freude erleben. Ich möchte ein reicher Mann sein und das Leben sehen. Was ist das Leben? Das Leben ist in großen Städten zu sehen. Die Bahnen fahren mitten durch die Straße. Alle Läden sind so groß wie bei uns die Gendarmerie-Kaserne. Und die Schaufenster noch größer. Woher du all das weißt? Ich weiß es halt. Warum seid ihr so betrübt, hä? So was hörst du nicht. Hey, ihr da! Sieht nie gut aus, wenn ein Bauer einen Juden anspricht. Ja, mit euch Juden habe ich gesprochen. Habt ihr noch nicht getrunken? Wir haben schon getrunken. Ich habe noch nicht getrunken. Also, da ist eine Flasche. Die habe ich an der Brust getragen. Die ist warm und riecht gut. Komm, willst du es riechen? Hm? Willst du kosten? Ich nicht, danke. Ich schon. Also, ist das gut? Schmeckt es dir? Schmeckt mir. Darf ich noch? Und wie? Jonas! Gut. Gut. Gut hast du das gemacht. Schon da. Wir sind im Port Horst. Du musst aufstehen. Wir müssen 7 Werst gehen. Hallo, du, Jonas! Hörst du nicht? 7 Werst müssen wir zu Fuß gehen, bis wir zu Hause sind. Steh auf! Steh auf! Ich helf dir! Hilf mir! Trag ihn schon! Ich helf dir auch! So einen muss man unter der Schulter fassen! Das habe ich mein Lebtag nicht gesagt. Jonas! 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 Jonas, wach auf! Jonas, bitte! Jonas, bitte! Bitte steh auf, Jonas! Dass sie uns genommen haben, Schemaria. Was soll man machen? Ich habe nichts dagegen. Du, Jonas, schämst du dich? Warum? Weil du getrunken hast und hingefallen bist wie ein Bauer. Wenn du willst, schäme ich mich. Seit ich gesehen habe, wie betrunken du sein kannst, zweifle ich an deiner Vernunft. Du bist zwar der Ältere. Ich habe auch immer geglaubt, dass du der Klügere bist, aber das stimmt nicht. Ich fühle mich ein bisschen verantwortlich für dich. Das ist lächerlich, Schemaria. Schau dich doch an. Du bist dünn wie ein Gespenst. Das Bündel wird dir noch in den Dreck fallen. Ich hätte mehr Grund, über dich zu lachen, so betrunken zu sein. Jetzt sind wir Soldaten. Was waren wir denn sonst? Wir haben keinen Beruf. Sollen wir Lehrer werden wie unser Vater? Besser als Soldat sein. Ich könnte ein Kaufmann werden. In die Welt gehen. Die Soldaten sind auch Welt. Na, und ich kann kein Kaufmann sein. Dazu bin ich zu dumm. Du bist betrunken. Ich bin nüchtern wie du. Ich kann trinken und nüchtern sein. Ich kann ein Soldat sein und die Welt sehen. Ich möchte ein Bauer sein, das sage ich dir. Und ich bin nicht betrunken. Ein Bauer möchte ich sein wie der da.
Schau die Vögel an. Vögel? Raben sind das. Wie aus, wenn das Raben sind? In einer Stunde sind wir in Jurki. Noch 3 Stunden, dann sind wir zu Hause. In dem Lochen brach Armin lief ne Heusch, Vegilach Lochem es Achichem Acher Wees Benjamin, Vani Kaasher Schakolti Schokolti. Vees Schadai in dem Lochem. Wir sind genommen! Sie haben uns genommen. Wir sind genommen. Mendel, geh! Lauf! Frag die Leute im Rat. Was redest du für Dummheiten? Wohin soll ich gehen? Und wen soll ich im Rat fragen? Wer hilft einem armen Lehrer und womit soll man mir helfen? Welche Hilfe erwartest du von den Menschen, wo Gott uns gestraft hat? Wenn du nicht gehst, dann gehe ich! Den Lochem Rachamim Lifne Heusch. Vejilach Lochem es Achichem Acher ve es Benjamin. Vanika Asher Schakolti Schokolti. Mendel. Du weißt, dass in Kluschtschik dieser Kapturak lebt. Kapturak? Ja. Ein Mann ohne Familie und ohne Freunde. Aber er ist mit den Behörden vertraut. Ich will sehen, ob er uns helfen kann. Man hat mir erzählt, Kapturak verlangt 70 Rubel, ehe er sich mit einem Klienten in Verbindung setzt. Hast du 70 Rubel? Ich habe 25 gespart. Sie sind in dem Lederbeutel unter dem Dielenbrett aufbewahrt. Ich weiß. Wieso? Jedes Mal, wenn du den Fußboden scheuerst, knarrt die Diele an dieser Stelle. Und jedes Mal, wenn ich darüber gehe, knarrt sie auch. Du hast 25 Rubel, ne? Und? Er wird uns helfen. Was willst du, Deborah? Die Armen sind ohnmächtig. Gott wirft ihnen keine goldenen Steine vom Himmel. In der Lotterie gewinnen sie nicht und ihr Los müssen sie in Ergebenheit tragen. Lass die Söhne einrücken, sie werden nicht verkommen. Gegen den Willen des Himmels gibt es keine Gewalt. Vor ihm kann man nicht davonlaufen. So steht es geschrieben. Der Mensch muss sich zu helfen suchen und Gott wird ihm helfen. So steht es geschrieben, Mendel. Ach, immer weißt du die falschen Sätze auswendig. Ach, du bist so töricht geworden, weil du Kinder unterrichtest. Du gibst ihnen dein bisschen Verstand und sie lassen ihre ganze Dummheit bei dir. Ach, ein Lehrer bist du. Ein Lehrer. Ach, mein Vater ist ein Lehrer gewesen und mein Großvater. Ich konnte nichts anderes werden und ich kann nichts anderes sein. Wer meinen Beruf schmäht, schmäht mich. Ich will dich nicht beleidigen, Mendel, aber es muss etwas geschehen. Ich werde zu Kapturak fahren. Kannst du mich in nächster Zeit umsonst nach Kluschtschik mitnehmen, Samjeschkin? Ja. Du duftest nach Schnaps. Selbst gebraut. Ich würde dich gerne mitnehmen, wenn die Wege etwas besser wären. Du hast mich ja schon einmal mitgenommen, vor Jahren, im Herbst, als die Wege noch schlechter waren. Ich erinnere mich nicht. Außerdem lügst du. Es muss ein
trockener Sommertag gewesen sein. Bestimmt nicht. Es war Herbst und es regnete und ich fuhr zum Wunderrabbi. Siehst du, damals fuhrst du zu dem Rabbi. Es war einer von den hohen Feiertagen. Und da nahm ich dich eben mit. Aber diesmal fährst du nicht zum Rabbi. Ich fahre in einer wichtigen Angelegenheit. Jonas und Schemaja sollen keine Soldaten werden. Ich war auch Soldat. 7 Jahre. Davon bin ich 2 Jahre im Zuchthaus gesessen. Weil ich gestohlen hatte. Aber nur eine Kleinigkeit. Wie viel soll ich dir zahlen? Gar nichts. Verlange kein Geld. Ich will auch nicht fahren. Der Schimmel ist krank. Und der Braune hat gleich auf einmal 2 Hufeisen verloren. Er frisst den ganzen Tag Hafer, auch wenn er nur 2 Werst gelaufen ist. Ich kann ihn nicht mehr halten, ich muss ihn verkaufen. Es ist kein Leben, Fuhrmann zu sein. Jonas wird den Braunen selbst zum Schmied führen, er selbst wird die Hufeisen bezahlen. Wenn er das tut, muss er auch das Rad beschlagen lassen. Auch das. Er wird auch das tun. Wir fahren also nächste Woche. Ich habe sie selbst gekocht. Die Mutter ist weggefahren. Irgendwohin über Land, weißt du? Komm! Ich gebe dir einen Teller. Und du isst auch. Komm. Iss eine Suppe mit mir, wenn du kommst. Wir sind Vater und Sohn. Diese stillen Stunden gern. Ich bin gern allein mit dir, mein Sohn. Auch wenn du nicht redest. Manchmal überlege ich mir, ob es nicht besser wäre, wenn wir überhaupt allein blieben. Ohne Mutter. Ohne deine Geschwister. Ich möchte gar wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Aber du sagst ja nichts. Du sprichst nicht. Und doch bin ich gern allein mit dir. Der Herr hat dich mir gegeben. Du heißt Menuchim. Und du bist mein Sohn. Wiederhol doch deinen Namen. Sag ihn einmal. Du bist Menuchim. Menuchim. Sag's. Mama. Mama. Ich hole die Bibel. Schau her, Menuchim, sieh mal zu. Sieh mal zu.
Dies ist der erste Satz der Bibel. Hör zu. Ich singe davor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sprich es nach, Menuchim. Ich warte. Hör mich, Menuchim. Ich bin allein. Deine Brüder sind groß und fremd geworden. Sie gehen zu den Soldaten. Deine Mutter ist ein Weib. Was kann ich von ihr verlangen? Du bist mein jüngster Sohn. Meine letzte und jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Warum schweigst du, Menuchim? Du bist mein wirklicher Sohn. Sieh her und wiederhole die Worte: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hör mich, Menuchim. Ich bin alt. Du bleibst mir allein von allen Kindern. Hör zu und sprich mir nach. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jetzt kommen bald meine Schüler. Mama. 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 Wofür bin ich so gestraft? Mama. Mama. Ich habe mein Hirn nach irgendeiner Sünde durchforscht. Aber ich fand keine so schwere. Ich habe keine gefunden. Wo ist die Sünde? Wo steckt sie? Ich habe mit dir eine wichtige Sache zu besprechen. Setz dich. Meine Söhne müssen einrücken. Du bist eine arme Frau. Du hast kein Geld sparen können. Kein Mensch kann dir helfen.
Doch, ich habe gespart. Wie viel? 24 Rubel und 70 Kopeken. Davon habe ich schon einen Rubel ausgegeben, um dich zu sehen. Das macht also nur 23 Rubel. 23 Rubel und 70 Kopeken. Zwei Söhne. Zwei. Und 25 Rubel kostet schon ein einziger. Auch für mich? Auch für dich. Aber einen würdest du... Einen für 25 Rubel? Wenigstens einer. Ich gehe gern zu den Soldaten. Mir macht es nichts, wenn der Kaptorak nur einen über die Grenze bringt. Du bist ein Bruder. Ein guter Bruder bist du. Aber nein, ich will zu den Soldaten. Vielleicht kommst du schon nach einem halben Jahr frei. Nein, ich will gar nicht freikommen. Ich bleibe bei den Soldaten. Wir wollen das Nachtgebet sagen. Schweiß, Reul, Adonai. Hey, Jonas! Wo bist du denn? Seit Tagen bist du nicht mehr zu Hause. Wir haben dich überall gesucht. Bist du denn schon Soldat? Noch nicht. Ich komme nicht mehr nach Haus. Grüß Vater und Mutter. Ich bin bei Samjeschkin, vorläufig, bis ich einrücke. Sag, ich konnte es nicht bei euch aushalten, aber ich habe euch alle ganz gern. Ich soll den Schemaria abholen. Ist es schon soweit? Heute ist der 20. August und am 20. August soll ich den Schemaria abholen. Setz dich und trink einen Tee. Ich warte lieber vor dem Hause. Vielen Dank. Wir müssen einpacken. Den Kaftan. Die Gebetsriemen. Reiseproviant und ein Brotmesser musst du mitnehmen. Miriam, hol es.
Mama. Mama. So ein kleines Bündel. Es ist viel zu klein. Es ist genug. Ich muss es ja tragen, wenn wir über die Grenze gehen in der Nacht. Du wirst uns sofort und so schnell es dir möglich ist, Nachricht zukommen lassen. Vergiss es nicht. Das ist kein Abschied für immer. Du wirst vielleicht heil und gesund ins Ausland kommen. Sie werden mich schon nicht fangen an der Grenze. Und wenn sie mich nicht fangen, werden sie mich nicht hinrichten und nicht erschießen. Was soll man einander sagen, wenn man Abschied nimmt? Sieh dich nicht mehr um. Geh einfach immer weiter. Ich sehe mich nicht mehr um. Ich gehe einfach immer weiter. Gleich hinter dem Marktplatz erwarten uns die Pferde. Jonas! Jonas! Komm, wir müssen gehen. Er ist ein Grobian, aber edel und tapfer. Und er ist nicht zu Hause. Komm.
Du bist Cemaria. Ich kenne deine Mutter. Ich weiß. Ja, setz dich hier irgendwo auf den Boden. Du hast keine Eile. Wir werden lange warten müssen. Bist du einen Schnaps? Das ist das Zeichen. Der Posten hat geschossen. Es ist die nächtliche Kontrolle des Grenzoffiziers vorbei. Nicht reden, wir brechen auf. Ich glaube, es wird doch regnen. Na! Ein Mädel hab ich drüben. Bist du verrückt? Singen. Los, auf, rüber, los! Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Zu Hause stehen sie jetzt auf. In 2 Stunden erhebt sich der Vater, murmelt sein Gebet und wäscht sich. Mutter bläst in den Samovar. Menuchim lallt irgendetwas und Myriam kämmt sich. Ich sehe es ganz deutlich. Ich werde es nie wiedersehen. Ein Mädchen hab ich drüben, ein Mädchen ist so. Wo Cemaria jetzt ist. Ich habe auch an ihn gedacht. Wir haben alle an ihn gedacht. Gott wird ihm helfen. Mama. Mama. Mama.
Haus ohne Kinder. Alle habe ich geboren. Alle habe ich gesäugt. Ein Wind hat sie weggeblasen. Sie sah sich nach Miriam um und fand die Tochter selten zu Hause. Menuchim allein blieb der Mutter. Vorwurfsvoll dachte sie an den Segen, der sich so langsam erfüllte. Und sie zweifelte daran, ob sie die Gesundheit Menuchims noch erleben würde. Das Haus schwieg, wenn der Singsang der lärmenden Knaben aufhörte. Es schwieg und war finster. Es war wieder Winter. Man sparte Petroleum, man legte sich zeitig schlafen, man versank in der gütigen Nacht. Von Zeit zu Zeit schickte Jonas einen Gruß. Er diente in Pskow, erfreute sich seiner guten, gewohnten Gesundheit und hatte keine Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten. Also verrannen die Jahre. I've come from Shemaria to bring you his very best regards and this letter here. I don't speak your language, but in spite of that, I hope you will understand me. Shemaria? Du kommst von Shemaria. Hast du Shemaria gesagt? Yes, Shemaria sends me. Here, this is his letter. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. I'll sit down, thank you. Wollen Sie Tee oder Limonade? Yes, thank you, Mrs. Singer. Miriam! Menuchim! Dieser Mann kommt von Shemaria. Er hat einen Brief gebracht. Ich werde ihn euch vorlesen. Ich werde ihn lesen. Setzt euch. Lieber Vater, liebe Mutter, teure Miriam und guter Menuchim. Den Jonas rede ich nicht an, weil er ja beim Militär ist. Auch bitte ich euch, ihm diesen Brief nicht direkt zukommen zu lassen, denn er könnte widrige Umstände haben, wenn er mit einem Bruder korrespondiert, der ein Deserteur ist. Deshalb habe ich so lange gewartet und euch nicht geschrieben, bis ich endlich die Gelegenheit fand, euch diesen Brief mit meinem guten Freund Mack zu schicken. Er kennt euch alle aus meinen Erzählungen, aber er wird kein Wort mit euch sprechen. Denn nicht nur er ist ein Amerikaner, sondern auch seine Eltern sind schon in Amerika geboren. Und ein Jude ist er auch nicht. Aber er ist besser als 10 Juden. Zuerst, als ich über die Grenze kam, hatte ich nur 2 Rubel in der Tasche. Aber ich dachte, Gott wird helfen. Von einer Triestiner Schifffahrtsgesellschaft kam ein Mann mit einer Amtsmütze, um uns abzuholen. Wir waren 11. Die anderen 10 hatten alle Geld. Sie kauften sich falsche Papiere und Schiffskarten und der Agent brachte sie zum Zug. Ich ging mit. So blieb ich allein mit dem Agenten zurück. Ich habe keine Kopeke, sagte ich ihm. Ob ich lese und schreibe, fragte er. Ein bisschen, sage ich, aber es ist vielleicht genug. Nun gut, der Mann hatte Arbeit für mich. Nämlich jeden Tag, wenn die Deserteure ankommen, zur Grenze gehen, sie abholen und ihnen alles einkaufen und ihnen einreden, dass in Amerika
Milch und Honig fließt. %50 von meinem Verdienst gebe ich dem Agenten. Nach 2 Monaten sage ich ihm, ich müsse 60% haben, sonst lege ich die Arbeit nieder. Er gibt 60. Kurz und gut, ich lerne bei meinem Wirt ein hübsches Mädel kennen. Vega heißt sie. Und jetzt ist sie eure Schwiegertochter. Ihr Vater gab mir etwas Geld, damit ich ein Geschäft anfange. Aber ich kann nicht vergessen, wie die 10 nach Amerika gefahren sind und dass ich allein zurückgeblieben bin. Ich nehme also nur von Vega Abschied und also fahre ich nach Amerika. Und hier bin ich. Vor 2 Monaten ist Vega hierher gekommen. Und wir haben geheiratet und sind sehr glücklich. Mack hat das Bild in der Tasche. Am Anfang nähte ich Knöpfe an Hosen, dann bügelte ich Hosen, dann nähte ich Unterfutter in Ärmel und fast wäre ich ein Schneider geworden, wie alle Juden in Amerika. Da aber lernte ich Mack auf einem Ausflug auf Long Island kennen. Von da an begann ich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Allerhand Geschäfte, bis wir Versicherungen anfingen. Ich versichere die Juden und er die Irländer. Ich habe sogar auch schon ein paar Christen versichert. Mack wird euch $10 von mir geben. Davon kauft euch was für die Reise. Denn bald schicke ich euch 3 Schiffskarten mit Gottes Hilfe. Menuchim aber, da er ja krank ist, kann nicht kommen. Das ist verboten. Ich umarme und küsse euch alle. Euer Sohn Shemaria. Hier heiße ich Sam. Look, here and here. Das ist Shemaria. Das ist Shemaria? Shemaria. Das ist Shemaria. Wie viel sind denn $10? Es ist ganz gleich, wie viel $10 sind. Wir werden uns doch nichts dafür kaufen. Warum nicht? In unseren Lumpen sollen wir fahren? Wer fährt? Und wohin? Nach Amerika. Sam selbst hat es geschrieben. Sam? Wer ist Sam? Ja, wer ist Sam? Sam ist mein Bruder in Amerika. Und euer Sohn. Menuchim kann nicht fahren. Menuchim kann nicht fahren.